Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen kleinen New In-Haul. Was ist so in letzter Zeit eingezogen? Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ist jetzt nicht übermäßig viel, aber ein bisschen was. Also ja, für mich ist es schon viel, dafür, dass ich mir vorgenommen habe, nicht so viele Kerzen mehr zu kaufen. Hat nicht funktioniert, ne? Wenn es hier und da dann halt mal ein Sale gibt, ihr wisst, wie es läuft, ihr wisst, wie es läuft. Ich brauche euch das endlich zu erklären. Und dann hatte Sensi noch einen Flash-Sale. War jetzt nicht so mega wie der. Wann war der denn gewesen? Irgendwann im Frühjahr? Ich glaube. Der war richtig geil. Der war auch gut, aber nicht so geil. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich aber auch ein paar Sachen mitgenommen. Und ich würde sagen, mit denen fangen wir auch an. Duftbeschreibung, wenn ich irgendwas finde, klatsche ich irgendwo hin, werdet ihr dann sehen. So, ich habe von einem Duft, wo ich, da bin ich wirklich ein bisschen sauer, dass wir den hier in Deutschland nicht haben. Ich hatte mal einen Bar von meiner lieben Simone bekommen. Grüße gehen raus an dich, meine Liebe. Und der ist echt schön. Und ich verstehe nicht, wir haben so wenig Pflaumendüfte, warum das einfach hier bei uns, ne, also... Es soll ja jetzt einer im neuen Katalog kommen, beziehungsweise ist schon draußen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Aber ich finde es einfach so schade. So auch bei Bring Back My Bar konnte man dieses Mal zum Beispiel nicht Sweet Plum Pastry zurückvoten. Aber andere Düfte, die halt gefühlt vor zwei Runden auch da waren. Ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Tut nichts zur Sache, der Duft hier ist wunderbar und ich habe mir zum ersten Mal ein Duschbad bestellt. Und zwar in Dancing Sugar Plums. Das riecht, steht das hier drauf? Zimt, Apfel, Gewürz, Pflaume und Vanille. Ich finde, man riecht den Zimt jetzt nicht so doll, es ist eher ein weicher Zimt. Im Vordergrund steht für mich definitiv die Pflaume und die Vanille. Mag ich sehr, sehr gern und ich bin gespannt, wie ergiebig das hier so sein wird, ob das die Haut ein bisschen pflegt. Mal gucken. Ich hatte, wie gesagt, vorher noch keins von Sensi, weil mir das einfach, ja, es ist mir auch einfach zu teuer. Man muss es ja mal ehrlich so sagen, die von, keine Ahnung, Rossmann oder DM tun es dann halt auch für mich. Also, aber wenn es halt mal in der Schatztruhe ist, warum nicht? Dann habe ich mir davon eine Handcreme mitgenommen. Handcreme kann man immer haben im Winter. Auch im Sommer jetzt, ich habe so trockene Hände, obwohl es so warm ist und man eigentlich aus jeder Pore schwitzt. Ich weiß es nie warum, aber Handcreme. Dann habe ich, wie soll es anders sein, natürlich auch den Sensi Soak mitgenommen. Und den kaufe ich super gerne, auch wenn der, ich glaube, der kostet sonst 17 Euro irgendwas, oder? Kaufe ich ihn auch, weil ich finde ihn einfach mega, wenn man in der Wanne ist, dann hinterlässt das so einen öligen Film so ein bisschen auf der Haut, so ein bisschen wie eingecremt. Mag ich persönlich ganz gern. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das wahnsinnig macht. Ich mag das total gern, weil ich bin auch jemand, der vergisst, Bodylotion zu nehmen. Ich habe so trockene Haut, das könnte man als Schmirgelpapier irgendwo nehmen in der Tischlerei. Aber ich vergesse es halt, ne? Und ich brauche deswegen... einfach so ein bisschen was, was das unterstützt. So. Dann habe ich mir einmal mitgenommen Appleberry in dem alten Design der Handseife. Steht drauf, was drin ist. Ja, kaminroter Apfel, Granatapfel und Preiselbeere. Das ist der Shit, ne? Ich liebe das Bar. Habe ich fälschlicherweise nicht in meinen Club gepackt. Werde ich dann nächste Runde machen. Beziehungsweise wenn der rausgeht dann wieder, weil der kommt zurück. Der Duft und ja, ich finde die irgendwie niedlich, ne? Die kleinen, wie viel ist da drin? 228 Milliliter. Die großen Flaschen mit dem Design gefällt mir aber irgendwie besser. Ich kaufe mir die sonst nie, weil es für mich halt auch einfach zu teuer ist. Ich denke mir immer so, ne? Also Bath & Body Works ist schon teuer mit ihren 10 Euro für Schaumseife, aber es ist wenigstens Schaum, ne? Weiß ich nicht warum. Kann man hier auch draus machen. Ich bin aber einfach zu faul, Leute. So. Und ich glaube, die gab es jetzt für 2, 3 Euro. Und dann dachte ich mir, komm, schmeiß rein, nimm mit. Dann habe ich auch einen in Brightside Alive
Ich weiß, dass die Amis dazu auch das Bar haben. Finde ich ein bisschen schade, dass es den bei uns nicht gibt, weil ich glaube, dass der bei uns auch gut ankommen würde. Da ist drinnen würziger, frisch geernteter Apfelwein, Kürbis und roter Apfel. Ja, finde ich sehr, sehr ansprechend. Habe ich noch nicht gerochen. Ich lasse das jetzt hier auch alles zu, ne? Weil es ist noch kein Herbst. Also auch wenn ich total darauf warte und mir ab und zu auch schon mal so einen Kaffee mit ein bisschen Zimt oder sowas, aber das geht zu weit. Das möchte ich erst im Herbst genießen. Und deswegen habe ich da natürlich auch den Sensi-Soak. Und die Verpackung, ne? Ich bin auch so ein Verpackungsopfer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es einfach mega, wie Sensi die Verpackung immer macht. Das einzige, dieses Zip-Ding hier drinnen, ne? Das bringt euch eigentlich gar nichts, weil das nicht mehr so richtig zugeht. Aber ich versuche das dann auch immer relativ schnell aufzubrauchen. Und ich bade halt in der kalten Jahreszeit sehr oft. Deswegen geht das auch relativ schnell leer. Ja, ist halt nicht so zum Wiederverschließen. Ein bisschen, Aber ansonsten mag ich die echt gern. Ich habe auch gesehen, dass viele sich die in so Gläser machen mit so einem Gummideckel oben, damit das richtig luftdicht verschließt. Aber ich bin halt ein Verpackungsopfer, ne? Ich möchte die Verpackung halt irgendwo stehen haben. So. Womit fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen an mit. Ich habe nur zwei Marken: Bath & Body Works und Yankee Candle. Yankee Candle und ich, das ewige Drama, ne? Ach, so eine Zicken beim Abbrennen. Aber ich komme von dieser Marke nicht weg, Leute. Ich liebe die Melts, also die alten. Die neuen finde ich jetzt von der Machart eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch Sojawachs. Das schmilzt halt auch besser in elektrischen Duftlampen. Aber das alte fand ich einfach schöner, die alte Verpackung. Ich weiß, dass viele immer rummeckern, dass sie sich da irgendwie beim Aufmachen wehtun, wenn die da mit dem Messer und so. Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch so jemand. Aber ich nehme das in Kauf für die alte Machform. Weil die neue, das ist einfach für mich Verschwendung. Das ist nicht schön. Aber wir können darüber ja streiten, wie wir wollen. Ändern tun sie es eh nicht. Also müssen wir mitleben. Und die Düfte, vor allen Dingen die alten Düfte, finde ich halt mega schön. Letztes Jahr gab es auch so ein paar Highlights, die ich schön finde. Und wenn die rausgehen, hole ich mir da definitiv noch ein Glas von. Ja, und das sind eigentlich alles so Kandidaten, die ich schon mal hatte von Yankee Candle, die ich entweder dann wieder verkauft habe in meinem Wahn von, oh, der Schrank muss leerer werden. Und ja, die ich jetzt irgendwo nochmal gefunden habe für ein schmaleren Kurs und mir dann doch noch mal wieder gekauft habe, ne? Ihr kennt's, Kerzenverrückte unter sich, ne? Man hat eine Kerze, findet sie total toll und denkt man sich, oh nee, eigentlich irgendwann, ne, so brauche ich doch nicht. Dann ist sie weg und man möchte sie wieder haben. Erklärt's mir, ich verstehe es auch nicht, aber 8 Minuten gelabert, immer noch keine einzige Kerze gezeigt und ich dachte, das geht schnell hier. Naja, wir fangen mal an mit Blueberry Sugar von Bath & Body Works. Gab jetzt irgend so ein Sale, wo es 20% Rabatt gab auf Bath & Body Works. Und ich dachte mir, ach komm, Michelle, ne? Hau raus, pack's einfach ein und gut ist. Und ich glaube, die kriegt man auch gar nicht mehr so gut. Oder irre ich mich da? Also ich habe die jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, auf einmal ist sie wieder da. Da sind drin süße Blaubeeren, brauner Zucker und Graham Cracker, also ja, das sind so eine ganz bestimmten Cracker aus den USA. Es riecht einfach nur herrlich. Ich finde, man riecht schon, dass es sehr, sehr süße Blaubeeren sind, vielleicht auch nicht unbedingt die authentischsten. Man riecht auch den braunen Zucker. Und ich finde, ich rieche da auch so diese Cracker-Note. Irgendwas Gebäckiges hat er in meiner Nase noch. Ich finde ihn einfach nur wunderschön. Ich werde ihn mal versuchen, vielleicht ein bisschen anzubrutzeln. Aber
Ich muss halt immer gucken, wie unsere Katze jetzt drauf reagiert, ob das gut ist oder nicht, weil sie ist halt immer so gestresst, ne? Also meinte die Tierärztin, das ist halt so eine Stresskatze und wenn die Stress hat, dann kriegt die eine Blasenzündung oder sonst was, ne? Also dann kriegt die halt irgendeine Krankheit. Und wir müssen da halt immer so ein bisschen jetzt aufpassen und ich hatte Angst, dass es an den Düften liegt und habe das jetzt die letzten Tage mal ausprobiert, habe ihr immer so einen Raum gelassen oder zwei, wo keine Düfte an sind, wo sie sich hin verkriechen kann. Aber immer wenn ich einen Duft an hatte, war sie trotzdem bei mir und das schien sie nicht zu stören. Also kann es schon mal nicht an meinen Düften liegen, aber ich bin trotzdem immer ein bisschen vorsichtig, ne? Wenn man die anzündet, ist es ja auch so ein bisschen, ne? Da verbrennt ja was und man riecht es einfach, es ist kokelig und eigentlich möchte ich das nicht mehr unbedingt. Deswegen vielleicht im Winter mal schauen. Andererseits wird die Kerze halt auch nie leer, ne? Wenn ich was unter den Warmer stelle, habe ich dieses Jahr eigentlich eine Kerze aufgebraucht, vielleicht eine, ja, und ich habe aber gefühlt noch 3000 im Schrank stehen. Mal gucken. Auf jeden Fall finde ich die Kerze sehr schön, würde ich jedem empfehlen, wenn man Blaubeer mag. Dann habe ich mir geholt Crisp Morning Air, auch weil ich die Verpackung so schön finde, sieht man das ein bisschen. Das ist so erhaben hier noch so ein bisschen mit den Blattadern oder wie man es auch mal nennen möchte. Und da soll drin sein eine frische Herbstbrise, weiße Eiche, goldenes Amberholz und Safran mit sanftem Sandelholz. Viele würden sagen, riecht wie Männerparfüm. Finde ich auch ein bisschen. Aber wie ein Mann, der wirklich draußen im Herbstwind steht. Irgendwas hat das, was ich echt mit Herbst verbinde. Mag ich. Finde ich echt schön. Ist mal. Ja, viele würden sagen, es ist selber 0815 Männerduft. Ich finde es mal irgendwie für meine Nase was anderes. Mag ich. Ob ich den jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Deswegen darf er bleiben. Dann habe ich mal ein kleines Glas mitgenommen. Und zwar Pumpkin Apple. Finde ich auch sehr schön. Ich glaube, hier steht die Beschreibung nicht drauf. Nee. Putte ich irgendwo hier unten hin. Packe ich irgendwo hier unten hin. Oh, meine Güte. Oh, ich habe heute echt einen Sprachfehler. Oh, riecht so schön, so wirklich nach roten Äpfeln und weichem Zimt. Nicht so in your face. Und dann kommt noch so ein bisschen dieser Kürbis dazu. Auch nicht muffig. Nicht muffig. Habe ich nämlich auch ganz oft bei Kürbisdüften. Der ist aber schön. Freue ich mich auch schon drauf. So, machen wir weiter mit Leaves. Da finde ich das Label auch so schön. Ich bin so ein richtiges Label-Opfer. Ja, mein Handy fokussierte man nicht. Ich filme hier ganz oldschool mit Handy. Aber oh, ich finde das Label einfach toll. Da soll drin sein: knackiger roter Apfel, goldener Nektar und warmes Nelkengewürz. Ah. Der riecht einfach toll. Der riecht wie Herbst. Draußen fallen die Blätter vom Baum. Ihr habt das Fenster auf. Und drinnen in der Küche, wo alles so cozy ist, ne, macht ihr euch so einen leckeren Apple Cider ohne Alkohol und so, ne? Macht ihr dann so Saft rein, Apfelsaft und vielleicht noch ein bisschen Orangensaft. Und dann macht ihr noch Apfelscheiben rein und dann haut ihr dann noch eine Zimtstange rein und Nelken und das lasst ihr einfach köcheln. So. So riecht das. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Für alle, die Apfeldüfte mögen, die keine Angst vor Gewürzen haben, die Herbst lieben. Das ist eure Kerze. Ich lieb's. So. Letzte Mal von Body Works, lange mit geliebäugelt. Fälschlicherweise dachte ich auch, dass es, also, dass es ein anderer Duft ist. Ich schweife aus. Ich hatte mal von Bears Wax Bakery einen Duft, der hieß Marshmallow Pumpkin Latte. Habe
habe ich dann auch rausgefunden und dachte, das ist derselbe. Der heißt aber Pumpkin Spice Latte. So. Und den anderen, den gibt es irgendwie nicht mehr oder wenn nur ganz schwierig zu bekommen irgendwie. Und ich habe mir dann jetzt einfach den Pumpkin Spice Latte bestellt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ist ja gar nicht der Duft, den du damals hattest. Ja. Drinne ist dieses berühmte Pumpkin Pie Spice, dann frisch aufgebrühter Espresso, hausgemachte Schlagsahne und ein bisschen Zimt und Zucker. Der riecht aber auch lecker. Ach, das ist mal ein schöner Kaffeeduft. Ne? Für mich haben Kaffeedüfte immer dieses herbe, leicht bittere von der Kaffeebohne. Das ist ja meistens so, wenn man daran riecht. Oder vielleicht ist es auch nur für meine Nase. Aber der hier riecht wirklich toll. Der riecht nach diesem Pumpkin Pie Spice. Also das kann man sich ja auch kaufen. Das kaufe ich mir immer, um das dann im Herbst in meinen Kaffee zu tun. Weil wir hier weit und breit keinen Starbucks haben. Ne? Ich habe noch nie einen Pumpkin Spice Latte von Starbucks getrunken. Ja, gebe ich zu. Macht mich auch selber traurig. Aber gibt es hier einfach nicht. Aber ich stelle mir vor, dass das so riecht und schmeckt. Die Kerze ist einfach nur mega. Man riecht auch die Schlagsahne. Das ist einfach alles schön milchig, würzig, aber nicht zu dolle. Und dann kommt der Kaffee und Zucker und ein bisschen Zimt. Und das ist alles. Oh, es ist toll. Mag ich. Ich schwärme. Ihr seht es. So. Wo machen wir weiter? Machen wir mit dem weiter, die es noch gibt. Ja. Ich habe mir, weil ich festgestellt habe, ganz erschrocken, dass dieser Duft das Sortiment verlässt. Also, was ist da schon wieder los? Ich könnte schon wieder brechen. So, wir haben hier Autumn Glow. Einer meiner liebsten Yankee Candle Düfte. Ich finde ihn einfach mega. Ach, der riecht für mich nach so einem stürmischen Novembertag. Man ist draußen im Park und der Wind peitscht einem ins Gesicht. Es fliegen Blätter rum und man selber hat einen richtig schönen Schal um sich gewickelt. Dann hat man so einen Mantel, der halb offen ist, weil es schön aussieht, aber man ist danach eine Woche krank und auf diesem Schal und auf diesem Mantel ist ein so tolles Parfüm drauf, dass man sich freut, draußen rumzurennen. So riecht das für mich. Es riecht einfach so toll. Und die Kerze, ich habe davon noch so eine halbe, die hat mir mein Freund auch mal zum Geburtstag geschenkt. Deswegen ist das einfach so ein besonderer Duft für mich. Ich liebe den. Ihr seht, ich beschreibe heute wieder mit sehr viel Ausschweifungen die Düfte. Es tut mir leid. Ich habe heute wieder Redebedarf. Bin schon wieder ein bisschen aufgedreht und ihr müsst jetzt leider drunter leiden. Dann habe ich gekauft, hatte ich schon mal, glaube ich, als mittleren Hauswarmer. Und dann hatte ich mal ein Bar von Sensi. Ich glaube, Blackberry Meringue oder so hieß der. Und der hat mich total an den Duft erinnert. Und zwar an Mulberry and Fig Delight. Und die waren, also der Autumn Glow und der Mulberry and Fig Delight waren auch bei Notino runtergesetzt. Das ist einfach ein süßer, beeriger Feigenduft. Schon fast wie so ein Kaubonbon. Ach, sehr schön. Mag ich total. Ist auch für mich total ein herbstlicher Duft. Weiß nicht, der hat irgendwas. Wahrscheinlich durch die Feige finde ich den recht herbstlich und es, ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch irgendwie so Hölzer oder so mit drin sind. Den mag ich total gerne. So, dann machen wir hier noch den einen Herbstduft. Dann habe ich noch zwei Winterdüfte und dann sind wir auch schon durch. Der war mal in irgendeiner Kollektion. Oh Gott, wie lange ist das her? 2018? Den anderen Duft habe ich auch da und den liebe ich auch total. Ich hatte auch mal beide oder den anderen auch im breiten Label. Oh, da sieht ja auch total schön aus. Egal. Und jetzt wollte ich den einfach wieder haben. Ich hatte ihn schon mal und ich weiß, ich liebe ihn. Und zwar ist das der Lucious Pumpkin Trifle. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
gesprochen. Wenn nicht, naja. Ach, ich liebe einfach dieses Label. Ach. Könnte ich essen, ne? Ach. Und der Duft. Ach, der ist einfach so toll. Man riecht diesen Kürbis, man riecht diese Buttercreme oder Schlagsahne oder was auch immer. Also es ist auch Vanille auf jeden Fall drin. Für mich diese Zwischenschicht, die hier noch ist, das sind diese Karamellkekse für mich. Aber kein Maggi, keine Angst. Und dann noch Gewürze. Ach, herrlich. Ich liebe den Duft. Der ist toll. Ich bin so froh, noch ein Glas zu haben. Der ist von 2018. Und da die ja unterm Warmer echt lange halten, bin ich bei den Yankee Candle irgendwie schon froh, weil ich doch einige Schätze habe, wo ich mir denke, okay, ich habe halt kein Backup davon. Ne? Wenn ich sie jetzt anzünden würde, wären sie total schnell runtergebrannt. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr was vom wahrnehmen. Deswegen bin ich da echt froh, die stelle ich auch nur unter den Warmer. Die versuche ich gar nicht mehr anzuzünden. Dann würde ich sagen, machen wir mit der kleinen Kerze hier erstmal klein weiter. Und zwar ist das der Glittering Star. Den gab es bei Duft und Raum. Auch reduziert in dem mittleren Hauswarmer. Und der ist so schön. Das ist so ein schöner, flaumbeeriger, parfümiger Duft. Ach, der riecht echt so toll. Ich glaube, der ist aus, wann war das? War das auch 2018? Also hier steht jetzt 2020 Gussjahr drauf, aber ich glaube, das war aus der Kollektion, wo auch Winter Wonder drin war, wo, was waren da noch drin? Icy Blue Spruce war da, glaube ich, auch mit drin. Der ist auch einfach nur wunderschön, aber davon finde ich leider kein Glas mehr. Falls irgendwer Icy Blue Spruce abgeben möchte, kann sich bei mir melden. Irgendein Duft war da noch drin. Auf jeden Fall fand ich die Kollektion durch die Bank weg eigentlich total gut. Ja, und jetzt habe auch ich geschnallt, dass ich davon noch ein Glas brauche. Ich hatte davon, glaube ich, schon mal ein mittleres und ich bin mir nicht sicher, ob ich es leer gemacht habe komplett oder einfach mal weitergegeben hatte. Weil ich finde, in kleinen Räumen, also in kleineren Räumen, wenn man die in den Jarholder stellt und eine Luma-Lid drauf macht, kann man das schon wahrnehmen, wenn man, sag ich jetzt mal, am Tisch sitzt, Computerarbeit oder irgendwas macht und daneben steht die Kerze. Na, natürlich alles in so einem Jarholder, damit nichts passieren kann und hin und her, habe ich die schon wahrgenommen. Und ich mag die, aber die jetzt kommt sie unter den Warmer und ganz gut. Dann als letztes, dann sind wir hier auch durch tatsächlich, habe ich mir, ich bin so froh, die Festive Cocktail nochmal ergattert. Oh, guckt sie an, was für ein Schätzchen, oder? Ich liebe diesen Duft. Der ist von 2016. Wie schön die alten Label doch waren, oder? Oh, ich liebe diesen Duft, das ist Cranberry und dann diese Tanne dazu. Oh, ist der schön. Ist der schön. Wenn ihr da nochmal an eine Melt rankommt oder auch ans große Glas, guckt es euch mal an. Also ich meine, ich habe da auch schon wirklich Preise für gesehen, wo ich mir dachte, ich finde den zwar teuer, aber so viel bezahle ich jetzt auch nicht dafür. Und dann habe ich ich glaube, ja, Facebook-Kerzengruppe, habe ich eine Dame gefunden, die diese beiden hier an mich verkauft hat und das auch zu einem durchaus guten Preis. Also muss ich wirklich sagen, falls du hier zuguckst, Grüße gehen raus an dich. Finde ich einfach schön, wenn man auch mal irgendwo ja noch Preise findet, die jetzt nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist ja Wahnsinn manchmal, was da draußen abgeht. Ja, bei uns geht draußen jetzt auch viel ab. Es wird gerade dunkel. Ich glaube, es regnet gleich wieder. Deswegen, ja, ich mache jetzt hier Schluss und drehe gleich noch das nächste Video ab. Und ja, dann werde ich Mittag essen, weil ich habe Hunger. Das soll es jetzt hier gewesen sein, meine Lieben. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüssi.